Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Setzt den Schüttler Rüttler ein, anzunehmen bei Abner Zischeldwill in der bavarianischen Tundra an dieser Position. Vorquest war ein Boot im Mammutpelz. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Video sollte aber euch auch helfen in WoTLK Classic, bin ich ziemlich sicher. Falls nicht, bitte in die Kommentare posten, was da anders war. Aber bitte nicht solche Sachen mit, ich könnte beim Level nicht fliegen, wie hast du das gemacht? Wie gesagt, WoW Vitel wird die Quest aufgenommen. Und da kann ich mit dieser Stufe 50 mit Maximalgeschwindigkeit fliegen. Ich glaube sogar schon ab Stufe 40, bin mir gerade nicht sicher. So, ich bin hier zu dieser Position geflogen. Hier war auch die Map. Und hier muss man das Quest-Item benutzen. Schüttler-Rüttler 5000 Steuerungseinheit. Sollte dieses Quest-Item nicht neben der Quest bei euch sein, so angeheftet wie bei mir, schaut ins Inventar und ihr könnt es auch von da aus benutzen. So, da ist der Schüttler Rüttler 5000. Und jetzt darf man hier ein bisschen abwarten. Hier ist dieser Fürst Quixix gespawnt. Der wird gleich böse und den muss man bekämpfen. Solltet ihr eventuell nicht volles Leben haben, vielleicht was essen oder hinsetzen. Ja, was ist denn, Junge? Hast keinen Bock auf Kampf, hä? Ja, jetzt ist er aktiv. Ich töte ihn halt mit einem Schlag. Ihr müsst halt ein bisschen kämpfen. Und die Quest ist bereits zur Abgabe. Juhu! Wie ihr seht, fliege ich immer in der Nähe des Bodens. So könnt ihr meinen Weg verfolgen, falls ihr euch nicht auskennen solltet. Ich fliege erstmal hier hoch. Und ich glaube, hier kann man auch hochlaufen. Oder? Normal schon. Weiter geht's. Dann hier hoch. Und gleich bin ich da. So. Quest ist abzugeben bei Abner Zischeldwill in der bavarianischen Tundra. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.